Am Anfang war nichts. Keine Bewegung, kein Geräusch, Leere, ganz und gar. Dann plötzlich ein Fleck, eine Idee. Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte alles sein. Licht. Und was das Spannendste war, Leben. Jeder kann sich dieser Macht bedienen. Jeder hat einen Wichtel. Sie sind der Schlüssel zur Macht im Traumiversum. Im Traumiversum kann man ihre Energie spüren. Wähle dir einen eigenen aus. Welcher darf's denn sein? Der da gehört jetzt dir. Mal sehen, was dein Wichtel alles kann. Halte die Optionstaste gedrückt, damit sich dein Wichtel in der Bildschirmmitte ausrichtet. Ja, toll! Dein Wichtel reagiert auf kleinste Bewegungen deines Wireless-Controllers. Er ist mit dem Bewegungssensor des Controllers verbunden. Sobald du deinen Controller auch nur ein winziges Stückchen bewegst, wird dein Wichtel reagieren. Los, beweg deinen Wichtel etwas. Stell dir vor, die Leuchtleiste vorne am Controller wäre eine Taschenlampe, die ihm den Weg weist. Siehst du diesen kleinen Haufen da vorn? Bewege zum Berühren das spitze Ende des Wichtels. Genauso.
Jetzt schnapp dir die beiden Haufen oben und unten. Wie fühlt sich das an? Ja, hervorragend. Du kannst den Wichtel auch an den Bildschirmrand stoßen lassen, um ihn neu zu kalibrieren. Läuft er dir aus dem Ruder, kannst du ihn durch Drücken und Halten der Optionstaste neu zentrieren. Jetzt! Kommt das Traumiversum dran. Versuche all die tanzenden Formen zu fangen. Entfessle die Farben und Klänge. Sehr gut. Du bist ein Naturtalent. Wow, eine wahre Symphonie. Wie du siehst, beeinflusst dein Wichtel alles, was er berührt oder hüpft. Alles, was deine kühnsten Träume erschaffen. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Du bist ein Traumsurfer. Du bist... Oh nein. Du hast die Wand des Zweifels gefunden. Keine Sorge, jeder zweifelt anfangs an sich. Siehst du den lockeren Siegel? Versuche ihn mit der Wichtelspitze zu greifen. Genau so. Reiß die Mauer ein. Sieh dir den Siegel an. Wofür hält er sich eigentlich? Weg mit ihm! Deine Idee macht sich davon. Hinterher! Sie sollte irgendwo hier drin sein. Oh! Mehr Hindernisse. Weg damit! Da ist sie. Los, Träumer, schnapp sie dir. Dunkel. Die einzige Energiequelle bist du. Also was jetzt? Dream. Ah! Wir haben Licht! Guter Anfang. Wenn wir doch nur wüssten, wie wir diesen Ort erkunden können. Langsam haben wir den Dreh raus. Muss man doch irgendwie raufkommen. Gut gemacht. Wir haben es fast geschafft. Ah, sieh mal, der Setzling. Das Traumiversum mag es gerne grün. Ja, genau. Erstaunlich, was ein bisschen Pflege ausmacht. Fast geschafft.
sind endlich da. Dreams, dein weites, schillerndes, großartiges Universum an Möglichkeiten. Fang an zu träumen. Das ist mein Zuhause. Ich dekoriere es gerne mit fantastischen Kreationen von meinen Reisen durchs Traumiversum. Mein kleiner Freund, der Kegel, freut sich, dir beim Herumlaufen zu helfen. Bereit zum Träumen? Dann geh zur leuchtenden Kugel und öffne das Hauptmenü. Wo willst du anfangen? Wähle Traumsurfen aus, um das Spiel zu beginnen, oder Traumformen, um etwas zu kreieren. Ah, Traumsurfen. Hier erkunden wir die Wildnis des Traumiversums und treffen dabei auf die seltsamsten und umwerfendsten Ideen und Kreationen. Tauche ein in die mannigfaltige Vielfalt an Spielen, Animationen, Musikvideos und allen möglichen Welten und Erfahrungen, die andere Träumer wie du erstellt haben. Das Traumsurfen ist ein niemals endender, ewig wechselnder Fluss an Vorstellungen der Träumer. Versuch es mal. Beim Traumsurfen. Erkunde alles, was das Traumiversum zu bieten hat, unterteilt in Wiedergabelisten, um das zu finden, was dir gefällt. Wir präsentieren unser episches Abenteuer, Arztraum, von Media Molecule komplett in Dreams erschaffen. Okay, toll. Du bist hier. Klasse. Ich erzähle dir eine Geschichte. Wie alle guten Geschichten handelt sie von Action, Humor, einem richtig fiesen Schurken und dem Allerwichtigsten überhaupt. Musik. Ich bin Art und ich spiele Kontrabass. Das beste Instrument von allen. Ich hielt mich früher für den Größten, den totalen Überflieger. Aber eigentlich war ich völlig am Boden. Gelinde gesagt, ganz unten, an einem wirklich finsteren Ort. Und ohne diesen Traum wäre ich nie zurückgekommen.
Der Traum wirkte so real. Aber jetzt sind meine Erinnerungen so undeutlich. Wie hinter Watte. Wie meine Helfer. Diese flauschigen, fluffigen Wichtel. Sie haben mich an Dinge erinnert, die ich vergessen wollte. An Layla. Die Band. Unser erstes Album bei einem richtigen Label. Wir wären groß rausgekommen. Standen kurz vor unserem ersten großen Gig in Cherry Tree, Doch ich ging fort. Manchmal sieht man nur in seinen Träumen wirklich klar, als ginge ein Licht im Kopf an. Zeig ihnen, was ich meine. Art! Süßer, du musst dich zurücknehmen. Du übertönst mich und die Band völlig. Zurücknehmen? Seid ihr doch einfach lauter. Ich gebe als Einziger mein Bestes. Ich soll mich zurücknehmen? Na schön. Ich bin raus. Bin ich euch jetzt leise genug? Ist dir okay? Ja, wie gesagt, ich war ganz unten. Aber es war nicht immer so. Layla und ich, wir waren beste Freunde. Wir haben schon als Kinder zusammengespielt. Das ist Debug. Ich weiß, dass ich von Debug geträumt habe. Er war mein kleiner Leuchtroboter. Naja, bis die Batterie leer war. Kenn das Gefühl, Libby. Dads Aktenkoffer. Ich durfte das langweilige Ding nie öffnen. Francis und Augenklappen Foxy, was macht ihr denn da drin? Oh, Layla und ich haben dauernd mit ihnen gespielt. Francis konnte alles zerschmettern und Foxy war ein super toller Scharfschütze. Wollte ich immer spielen. Was ist los? Hey, kleine Freundin, wo willst du hin? Ich erinnere mich an den Ort. Hier spielten wir stundenlang. Unser magisches Fantasieland. Swing, wo steckst du?
Diese Dinger, meine Mutter, hat sie mit Begeisterung gesammelt und ich hab sie zerbrochen.